So Jungs, kommt mal alle her. Ich würde vorschlagen, wir stellen uns alle hier in eine Reihe. Das wird ein schönes Bild für die Begrüßung. Vielleicht nehme ich das auch als Thumbnail. Mal gucken. Auf jeden Fall stellt euch mal da alle hin. Sebo, du auch noch? Komm ein bisschen rüber noch. Ja. Alles klar, wenn ihr... What the fuck? Moin Jungs, da bin ich. Oh, meine Stimme. Alter Schwebe. Auf jeden Fall, heute zeige ich euch, wie ihr das VIP-Verteidiger 2 bekommt. Und der Lurchi Nummer 1, natürlich Nummer 1, und Herr Bockwurst LP, die haben mir das gezeigt und mir dabei geholfen. Erstmal Dankeschön an euch. Eure zwei Links zu euren Kanälen ist unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst unbedingt bei denen vorbeischauen. Die machen richtig geile Videos. Auf jeden Fall nichts mehr verpassen und vorbeischauen. Also die sind echt cool. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt, wie es geht. Und zwar, ihr braucht einen VIP, der euch eine Einladung zu Leibwächter schickt. So, ich bin jetzt erstmal in den falschen Dinger da drin gegangen. So, ich habe eine bekommen von Ballerina. Die befindet sich jetzt im Moment gerade im Apartment und schickt mir jetzt eine Einladung ins Apartment, in ihr Apartment. Und die nehme ich natürlich an, ne? Wie ist es halt so? Ja? So. Im Apartment angekommen, geht ihr als allererstes erstmal runter in die Dusche. Das ist nämlich wichtig, weil ihr müsst nachher duschen. Auf dem Weg zur Dusche hätte eigentlich der VIP schon das Outfit wechseln können. Gell, Ballerina? Das wird sie auf jeden Fall jetzt machen und ihr braucht natürlich das Outfit Verteidiger 2, dass ihr die Weste bekommt. So, da war es doch gerade eben. So. Wenn ihr das Outfit jetzt habt, dann geht ihr unter die Dusche und fängt da an, euch zu waschen. So, und wenn ihr jetzt genau unter der Dusche seid, dann muss der VIP euch als Leibwächter entlassen. So, dann kommt die Meldung, dass ihr entlassen wurdet. Und dann müsst ihr schon aufhören mit Duschen. Und wie ihr dann seht, habt ihr schon euer normales Outfit, das ihr eben gerade schon anhattet oder auf der Straße oder so. Und wenn ihr aber aus der Dusche rauskommt, passiert irgendwas Lustiges. Und zwar, ihr habt nämlich das Outfit vom VIP an, beziehungsweise das als Leibwächter. Und das war's eigentlich schon fast mit dem ganzen Glitch. Jetzt müsst ihr nur noch in euer Apartment gehen, in euren Kleiderschrank und dort ein paar Sachen ändern. Also die Mütze solltet ihr ändern, die Sonnenbrille, die Hose und vielleicht noch die Schuhe. Einfach um 100% sicher zu gehen, dass ihr das Outfit nicht verliert. Weil beim, ja, den letzten Outfits, das hat Rockstar gepatcht, wie inzwischen eigentlich relativ viele Glitches aus irgendeinem Grund. Es ging relativ schnell. Egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall, ihr müsst es halt ein paar Sachen ändern, damit, wenn ihr das dann speichert und dann euch ein bisschen bewegt, dass es nicht automatisch wieder verschwindet, wie es bei den anderen Glitches so war. Und wenn ihr euch dann passend angekleidet habt und euer Outfit optimiert habt, dann könnt ihr das Ganze speichern, gebt dem Kind noch einen Namen und dann war es das eigentlich mit dem Glitch. Und wie ihr seht, ich zeige euch jetzt gerade mal, dass es auch bei mir geklappt hat. Ich wechsle mal kurz die Outfits, so und so. Wunderbar. Also das war's schon mit dem Video. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao Jungs, haut's rein.